und bin wirklich einfach mal auf den Hinterhof gegangen und siehe da, mein Fahrrad lag. Ja, die ersten zwei Fahrräder kamen raus, in ihre Einzelteile zerlegt, war aber nicht meins. Ich hätte mein Fahrrad nie wieder gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin der Christian aus Leipzig, wurde 36 Jahre alt und ja, meine Geschichte beginnt an einem Samstagmorgen in der Nacht. Aber dazu muss ich ein kleines Stückchen ausholen. Ich bin den Samstagmorgen kurz nach Mitternacht nach Hause gekommen, verspätet von der Arbeit und war einfach nur todmüde, ins Bett gefallen und bin sofort eingeschlafen. Kurz nach 1 Uhr ging der Alarm von meinem Handy los und die Power Unity App meldete sich. Ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich so tief und fest geschlafen habe, aber mein Freund hat das mitbekommen. Die App hat sich nicht nur einmal gemeldet, die hat sich mehrere Male gemeldet. Ich habe das nicht mitbekommen und mein Freund hat dann einfach dummerweise den Alarm deaktiviert. Er wusste, wie das geht. Ja, und am nächsten Morgen gucke ich auf mein Handy drauf und sehe mehrere Alarmmeldungen von der Power Unity App. Öffne die App so halb verschlafen und denke mir nur so, bitte was? Mein Fahrrad ist in Tschechien? Guck mal, ich wollte das erst nicht wahrhaben und bin wirklich einfach mal auf den Hinterhof gegangen und siehe da, mein Fahrrad war weg. Ich dachte mir noch, nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Erster Schritt war für mich die Polizei informieren. Ja, die Polizei ist dann auch gekommen. Den habe ich den ganzen Vorfall erklärt. Die haben dann vom Hinterhof auch Fotos gemacht und ich habe ihnen dann halt auf der App, oder besser gesagt auf mein Handy gezeigt, dass sich mein Fahrrad jetzt gerade in Tschechien in der Nähe von Prag befindet. Das Ganze haben sie mit aufgenommen. An der App selber oder an einen Link, wo sie das Fahrrad hätten orten können, hatten sie keinen Interesse gehabt. Warum, weiß ich nicht. Ja, und dann sind sie wieder von dann gezogen. Ich war in dem Moment wirklich fix und fertig mit der Welt und habe dann einen guten Freund angerufen, der halt auch gerne immer wieder mal nach Tschechien fährt. Das war halt so mein Glück in dem Sinne gewesen. Der Tag verging und am nächsten Tag rief mich dann mein Kumpel nur an und sagte zu mir, hey, wie schaut's denn aus? Gibt's schon was Neues von der Polizei und sowas? Dann habe ich nur zu ihm gesagt, nee, gibt's nicht. Und dann entstand einfach kurz und spontan die Idee, sagte, ey Christian, was hältst du davon? Wir stammen uns jetzt unter mein Auto und wir fahren jetzt rüber. Ich so, ist das jetzt dein Ernst? Gesagt, getan, wir sind rübergefahren. Als wir an der Gegend dort angekommen sind, sind wir dann halt ausgestiegen und haben dann halt mehrere Einfamilienhäuser gesehen und auch einen Schuppen stehen sehen. Ich hatte noch zusätzlich in meinem Fahrrad weitere Bluetooth-Tracker drinnen verbaut. Aber diese funktionierten nur, wenn ich auch in der Nähe des Fahrrads war, weil dann hatten sie ein Bluetooth-Signal und dann hätte ich das Fahrrad auch auf dem Meter genau orten können. Ich bin dann halt ein bisschen rumgelaufen und habe geguckt, meldet sich denn der andere Tracker, kriege ich jetzt ein Bluetooth-Signal? Und siehe da, ja, ich habe auf einmal ein Bluetooth-Signal bekommen. Damit wusste ich, okay, das Fahrrad muss hier irgendwo sein. Mit diesen Informationen und den Daten von Power Unity sind wir zur tschechischen Polizei hingefahren und haben denen den ganzen Sachverhalt erklärt. Wir sind dann wieder hingefahren. Ich habe ihnen dann halt in meiner Power Unity App gezeigt, hier, das Fahrrad muss hier irgendwo in diesem Umkreis sein. Mit der Polizei zusammen sind wir dann auf Spurensuche gegangen und ich habe dann das Fahrrad auf 3 Meter orten können. Und damit war klar, da drinnen muss es sein. Die Polizisten haben dann kurzerhand in der Gegend rumgefragt, wen der Schuppen gehört. Der Besitzer kam dann auch, aber er sagte halt in Tschechisch halt, dass er den Schlüssel angeblich dass der Schlüssel angeblich in Prag wäre. Also wir waren außerhalb von Prag und der Schlüssel wäre angeblich in Prag gewesen. Eine gute Autofahrstunde noch entfernt. Die Polizei hat dann zu ihm gesagt, er soll jetzt bitte nach Prag fahren und den Schlüssel holen. Für uns hieß es erstmal, okay, wir müssen jetzt erstmal warten. Knapp eine Stunde später klingelte dann auf mein Handy und der tschechische Polizist war dran und sagte, wir sollen jetzt wiederkommen. Wir sind wieder zum Tatort oder zur Fundstelle hingegangen und da sagte der Polizist nur zu mir, sie waren schon drinnen, aber es wird jetzt wohl noch länger dauern. Ich habe ihn nur gefragt, warum das Ganze jetzt? Ja, es muss die Spurensicherung kommen. Ich ganz irritiert, warum denn das jetzt? Sagte er nur zu mir, es ist ein Hehlerversteck. Hier sind mehrere einfolierte Fahrräder drinnen. Die kamen dann auch. Die ersten zwei Fahrräder kamen raus, in ihre Einzelteile zerlegt, war aber nicht meins. Und auf einmal ging dann wieder von der Power Unity App mein Alarm los, mein Fahrrad wurde belegt.
Polizisten sagt nur, was ist denn das jetzt für ein Alarm hier? Ich sage, ja, das ist mein Bike-Tracks-Alarm von der App. Und ich sage, ich gehe davon aus, dass der Wachtmeister Bock mein Fahrrad in der Hand hat. Ja, das ganze Fahrrad war einpoliert, in seine Einzelteile zerlegt. Wir haben es dann draußen vor Ort auseinandergenommen, also die Folie aufgemacht. Und siehe da, mein Fahrrad in den Einzelteilen zerlegt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich den Tracker von Power Unity nicht gehabt und vielleicht das Gadget noch dazu, ich hätte mein Fahrrad nie wieder gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war wirklich mein riesengroßes Glück gewesen. Dass so die Kombination erstens da war und dass das so funktioniert hat. Also wirklich klasse.